Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute in der Küche. Das bedeutet eins, und zwar wir machen was zu essen. dafür brauchen wir diese wunderschöne Tasse. Und zwar machen wir heute Tassenkuchen. Kennt ihr vielleicht aus dem Supermarkt, dass es da halt auch so diese Tüten gibt, die man anmischen kann. Und wir machen einfach diese Tüten jetzt selber mit dieser wunderschönen Tasse. Ich habe zwei Rezepte für euch und wir machen daraus auch zwei Videos. Einfach nur, weil wenn ein Rezept euch besser gefällt und ihr darauf ein bisschen mehr Lust habt, dann könnt ihr halt auf dieses Video klicken und müsst nicht irgendwie genau die Minutenzahl finden und dann da irgendwie in diesem Video rumspulen, sondern ihr könnt dann halt auf das einfach klicken. Also beginnen wir jetzt mit einem neutraleren Rezept und das ist das Schokorezept. Also Schokokuchenrezept. So, dazu erstmal die Trockenzutaten. Brauchen wir Mehl. Wir brauchen Zucker, dann brauchen wir Kakao und Backpulver. Und wir fangen mit dem Mehl an. Um das abzumessen, braucht ihr lediglich einen Esslöffel. Also vielleicht darauf achten, dass der ein bisschen tiefer ist, damit ihr dann im Endeffekt auch ein bisschen mehr habt. Und dann packen wir jetzt 3 Esslöffel Mehl. 1, 2 und 3. Einfach mal ein bisschen so reinbringen. Ich hoffe, für alle, die mit Kopfhörer hören, es tut mir jetzt schon leid. Dann brauchen wir 1 Esslöffel Zucker. Einmal aufdrehen und einfach so die Angst vergessen, dass es hoffentlich nicht Salz ist. Das wäre sehr unangenehm. Aber es stand Zucker drauf, deswegen hoffe ich einfach mal, es ist Zucker drin. So, dann brauchen wir dann 1 Esslöffel Kakao. Da stand Backkakao. Ich finde den aber einfach nicht lecker, wenn ich ganz ehrlich bin. Der ist immer so ein bisschen bitter, was ja auch wichtig ist für einen Kuchen, damit der Kakaogeschmack richtig durchkommt. Und so, aber nein. Bitter, nein. Deswegen habe ich jetzt einfach normalen Trinkkakao genommen und einen halben, also davon auch 1 Esslöffel. Ich weiß gerade nicht, ob ich es gesagt habe. Und jetzt nochmal, sorry an alle Kopfhörer, Zuschauer. Und ein halbes Päckchen, also einen halben Esslöffel Backpulver. Ich hoffe, die ist gerade nicht geplatzt, weil irgendwie habe ich Pulver an meinen Fingern. So, dann gehe ich damit jetzt einfach mal rein. Und hier, das ist ungefähr die Hälfte, packe ich da jetzt auch mit zu. Dann mischen wir den. Also alles einmal gut mischen, damit es auch eine einfarbige Masse hat, würde ich sagen. Oh Gott, ich klecker schon, super. Also übrigens, falls ihr euch wundert, hier ist das Rezept drin. Also es ist zwar kein kompliziertes Rezept, aber so für das erste Mal. Ich probiere das nämlich jetzt auch zum ersten Mal aus. Oh, hoffe ich natürlich, dass es klappt. So, dann Esslöffel. Dann kommen jetzt, also, es kommt jetzt 1,5 Esslöffel Öl. Da ist Öl. Also 1 Esslöffel. Richtig Konzentration hier. Oh Gott, habe ich schon gekleckert? Nein. Also 1 Esslöffel und ein, wie messe ich denn jetzt einen halben Esslöffel? Ich glaube, das ist so ein, ja, das ist ein halber. Dann, also ich glaube, falls da ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger drin ist, das wird jetzt auch nicht das Rezept vollkommen verändern. Und jetzt das, die Hauptflüssigkeit schon fast, 5 Esslöffel Milch. 1, 2, 3, 4, 5. So, das sieht natürlich jetzt richtig lecker aus mit dem Öl da noch drin. Und jetzt vermischen wir das einfach zu einer Masse. Ich hatte übrigens ein bisschen Angst, als ich das Mehl und den Zucker und all diese Trockenzutaten reingebracht habe, dass das vielleicht zu klein ist für meine Tasse. Aber jetzt, wo ich es hier gerade so sehe, ist das eigentlich eine gute Masse. Ich zeige dir auch gleich. Ich mache erstmal die Milch zu, nicht, dass ich die dann irgendwie aus Versehen umkippe. So, dann auch richtig vom Boden, dass auch das ganze Mehl da wegkommt und vermischt wird. Ich sehe jetzt nämlich immer noch
So kleine Puderbrocken, die dann aufplatzen. Und dann drehen. Oh, das ist kein schönes Geräusch. Dann drehen wir das einmal, dann zeige ich das mal. Also es sieht schon aus wie Teig. Also ich bin schon relativ stolz. Und jetzt kommt noch eine Zutat. Eigentlich kann man da jetzt entweder Nutella oder das, was man stattdessen von Nutella benutzt. Also falls ihr dieses Nusspli habt oder was gibt es denn noch? Muss ich mal kurz denken. Oder Milka-Schokocreme zum Beispiel, die ist auch sehr lecker. Kurzer, kleiner Sponsor. Also kein Sponsor, aber kleiner Shoutout. Und ja, ich habe jetzt aber Erdnussbutter gewählt. Da steht es auch drauf. Erdnussbutter. Und werde davon jetzt auch noch einen Esslöffel hinzupacken. Und wie gesagt, falls ihr jetzt was anderes habt, packt ihr halt einen Esslöffel Nutella. Das wird jetzt kurz laut. Tut mir wieder für alle leid. Einen Esslöffel Nutella oder ein Esslöffel Schokocreme oder was ihr halt immer benutzen möchtet. So, können wir wieder zumachen. Mal gleich hier Ordnung schaffen. Man könnte denken einfach, dass es ordentlich ist, aber für mich ist es eher, dass ich nichts umkippe. Und dann nochmal kräftig umrühren. Auch so schön dagegen drücken, damit auch, sieht man das, einfach so gegen die Wand drücken, damit auch der Teig schön samtig wird, weil wir haben ja jetzt ein rundes Objekt und wenn man eigentlich einen Teig rührt, hat man ja irgendwie so hier diese, jetzt habe ich den Namen vergessen, die Rührstäbe, die haben ja immer noch so Zwischenräume und das haben wir ja nicht, wir haben ja einfach nur eine runde Oberfläche und damit er trotzdem weich wird, drücke ich es einfach ein bisschen gegen den Tassenrand. So, dann drücke ich es jetzt alles nochmal nach unten, kratze noch ein bisschen hier den Rand sauber. Hoffentlich ohne mich vollkommen voll zu kleckern. Und dann, wenn alles nach unten gedrückt ist, kann ich dir nochmal zeigen, packe ich es jetzt in die Mikrowelle. Und zwar für eine Minute. Und ich habe es gerade auf 750 Watt. So. Eine Minute. Und wir warten. Solange wische ich mal kurz einmal den Platz auf. Weil ich habe schon gefühlt das ganze Mehl ausgekippt aus meiner Tasse, dass da überhaupt noch Kuchen drin war. Weg. So, dann provisorisch mache ich das auch erstmal da hinten hin. So, genau, dann warten wir. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt sogar. Ich hole schon mal die Gabel raus. Ich bin so gespannt, dass ich richtig erwarte. Genau. Und vielleicht kann ich ja schon mal ein bisschen spoilern für nächste Woche. Also für das nächste Video. Das nächste Video ist ein Kuchen mit diesem Doppeldecker-Keks, dessen Namen ich nicht verraten werde. Nein, aber da besteht es auch nur aus zwei Zutaten. Und zwar diese Kekse. Und ein bisschen Milch. Also, ich bin sehr gespannt. Aber jetzt bin ich erstmal hier drauf gespannt. Hallo, er ist über. Oh nein. Okay. ja, auf jeden Fall. Wir reden mal nicht über die Schönheit meines Kuchens. Vielleicht war es doch ein bisschen zu viel für die Tasse. So, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich werde jetzt. Oh, okay, der ist sehr, sehr fluffig. Oh, wow. Vielleicht kann ich das ja alles noch ein bisschen hier so zurückholen. Hallo, kommen Sie mal wieder rein in die Tasse. Versuche ich gerade einmal ein bisschen aufzurollen. Ja, ich mache dafür aber den ganzen. Okay. Eine Schönheit ist es nicht. Also nimmt eine größere Tasse auf jeden Fall. Aber es geht ja auch um den Geschmack. Und darum geht es jetzt. Deswegen werde ich den jetzt probieren. So. Sehr lecker. Also ich hoffe, die Essgeräusche haben euch jetzt nicht gestört, aber sehr, sehr lecker. Also es schmeckt sehr nach, erstmal alles aufräumen. Es schmeckt sehr nach Erdnussbutter. Also kann ich mir vorstellen, dass der einzige Geschmack halt von der Creme kommt, die ihr zum Schluss hinzufügt. Also jetzt zum Beispiel, wenn ihr Nutella genommen habt oder so, kann ich mir schon vorstellen. Aber vielleicht ist die Erdnussbutter einfach sehr stark. Aber ja, das ist der Kuchen. Ich kann ihn ja auch mal von innen zeigen. Man sieht nicht viel.
Aber ist sehr fluffig. Er ist sehr lecker. Da nochmal so ein schöner Bissen hier. Also ich finde ihn sehr gut. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Probiert es aus. Es ist sehr, sehr lecker. Sieht nicht so schön aus. Aber das ist meine Schuld. Ich habe einfach eine sehr kleine Tasse genutzt. Also größere Tasse. Aber super, super lecker. Und ich kann es nur empfehlen. Es ging super schnell. Was war das jetzt? 10 Minuten, die wir hier verbracht haben. Ich nehme jetzt mal das Tuch aus Seite. 10 Minuten, die wir, glaube ich, daran gemacht haben. Also, falls man mal so richtig Heißhunger hat auf Kuchen, aber nicht einen ganzen Kuchen backen möchte, kann man das machen. Sehr, sehr lecker. Ja, den stelle ich jetzt mal zur Seite. Super. Und ein bisschen aufräumen. Awesome. Ja, aber. Ja, ich muss mich jetzt nicht wiederholen. Ich fand es super. Also probiert es gerne aus. Schickt uns ein Foto, wenn ihr es ausprobiert. Und damit war es das eigentlich auch schon heute. Das nächste Video wird, wie gesagt, mit diesen doppelten Keksen sein. Und ja, wir sehen uns nächste Woche oder beim nächsten Video mit noch einem Tassenkuchen, auf den ich mich auch sehr, sehr freue. Deswegen bis zum nächsten Mal.